Das ganze Nachhaltigkeitsthema, so wie es von der Politik gekapert worden ist, dient nur dem Zwecke, in korrupter Weise privilegierten Herstellern bestimmter Dinge, irgendwelche Dinge zuzuschanzen. Es geht hier nicht darum, irgendwie die Welt zu retten. Ja, wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Sondern hier geht es um Korruption. Hier geht es darum, den Leuten, die in Brüssel die Taschen am weitesten aufgemacht haben, die Aufträge zuzuschanzen. Und wenn sie sich am Markt nicht durchsetzen können, dann eben mit Zwang. Eine globale digitale Währung ist das Rezept für eine globale digitale Tyrannei. Das müssen wir mal ganz klar so festhalten. Eine globale digitale Währung würde bedeuten, dass es eine Institution gibt auf der Welt, die alle unsere Käufe und Verkäufe, die wir das gesamte Leben tätigen, von der Wiege bis zur Bahre kennt und damit alle unsere Präferenzen kennt. Und für die sind wir transparent, durchschaubar und auch erpressbar. Mit der Bankenrettung gehe ich davon aus, dass wir in einigen Quartalen zum nächsten richtigen Aufgalopp ansetzen und dann sehen wir 20, vielleicht auch 30%. Herzlich willkommen zu einer neuen und, das kann ich euch jetzt schon versprechen, spannenden Folge. Marc spricht mit Dr. Markus Krall. Hallo Markus. Grüß dich Marc, freut mich wie immer dich zu sehen. Dito, und du sitzt auf der schönen Insel Mallorca, wie ich sehe, und ihr habt Sonnenschein. Bei uns ist es noch ein bisschen regnerisch und kühl und dir geht's gut und die Sonne scheint. Ja, ich bin ja vor dem schlechten Wetter geflüchtet und im Moment habe ich ja auch noch die Möglichkeit dazu, da du ja weißt, dass ich mich sozusagen nach dem Ende eines Jobs und vor dem Beginn eines anderen befinde, bietet sich die Gelegenheit an, so viel Zeit wie nur irgend möglich auf meinem kleinen, Fluchtpunkt hier auf der Insel zu verbringen. Und wie du siehst, ja, es kann man lassen, das Wetter. Es hat, glaube ich, gerade 22 Grad. Traumhaft. Und man muss ja nicht nur vor dem Wetter fliehen, sondern wahrscheinlich auch vor der Politik, vor dem Wahnsinn, der uns da täglich entgegenkommt. Da wäre ich auch lieber auf der Insel, weil es ist ja hier kaum noch zu ertragen. Aber bevor wir dieses Thema anschneiden, würde ich gerne mit dir auch über was Aktuelles sprechen, nämlich über die Bankenkrise, die wir gesehen haben in den USA, aber auch in der Schweiz mit der Credit Suisse. Ist die denn jetzt vorbei? Weil die Indikatoren zeigen jetzt eigentlich keinen Stresspegel mehr, aber du bist ja wirklicher Insider. Hast ja damals die Risikomodelle gebaut für die Banken, die teilweise ja immer noch verwendet werden, aber natürlich auch weiterentwickelt wurden. Was ist deine fachmännische Meinung zur Bankenkrise? Ist das Schlimmste hinter uns, weil wir jetzt auch sehen, dass die Notfallkreditlinien der Fed schon wieder sinken und eigentlich sich alles beruhigt? Oder ist das nur die Ruhe vor dem Sturm? Also ich könnte jetzt natürlich einfach einen guten Bekannten von mir zitieren, der hier auch mit im Gespräch ist, der vom Bear Stearns Moment gesprochen hat und richtig geknallt hat es erst ein halbes Jahr später. Und der Punkt ist eigentlich relativ simpel. Die Bankenkrise ist dann vorbei, wenn die Ungleichgewichte weg sind, die zu den ersten Erschütterungen geführt haben. Und die Frage ist, sind die Ungleichgewichte weg? Und die Antwort ist sehr simpel, nämlich nein. Wir haben mehrere große Ungleichgewichtspositionen da. Oder eigentlich haben wir zwei. Das dritte ist nur dann ein Ungleichgewicht oder wird zu einem Ungleichgewicht, wenn es knallt, nämlich das Derivate-Thema. Das Derivate-Thema ist nur dann virulent gefährlich, wenn das ganze System an wichtigen Knotenpunkten reißt. Solange das nicht der Fall ist, funktioniert das Derivate-System ganz wunderbar, weil die Marktrisiken, die sind zum großen Teil sozusagen rausgecancelt, auch bei den einzelnen Knotenpunkten. Aber die Kreditrisiken sind es zum großen Teil eben nicht, trotz Netting und allem, was man da so macht. Was sind die beiden großen Ungleichgewichte? Sehr simpel, das ist die alte Zombie-Geschichte, über die ich schon lange gesprochen habe und die halt nicht dadurch besser geworden ist, dass man sie jetzt 20 Jahre lang betrieben hat und 20 Jahre lang durch marktfremd oder marktwidrig niedrige Zinsen die schlechten Unternehmen am Leben erhalten hat. Und umso länger man es macht, umso mehr haben sich da eben aufakkumuliert. So dass wir jetzt heute von mindestens 20% aller Unternehmen ausgehen müssen, die Zombies sind und die hohe Zinsen auf Dauer nicht tragen können. Mhm. Wenn ich kurz unterbrechen darf, 20% in Deutschland, weltweit, in Europa oder in den USA? Weltweit. Wow, okay. Weil alle Währungsräume das gleiche Problem haben. Wir haben beim Dollar diese Niedrigzinspolitik gehabt, nicht ganz so extrem wie hier, aber zu den USA gibt es ja eine Schätzung der Deutschen Bank, die davon ausgeht, dass es dort 20% sind, die zwar methodisch anders vorgeht, als ich das tue, aber zum gleichen Ergebnis kommt. Für Deutschland können wir es definitiv sagen, aber die Zinspolitik war ja kein deutsches Phänomen, sondern ein europäisches Phänomen. Damit haben wir schon die zwei größten westlichen Währungsräume abgedeckt. In China können wir auch davon ausgehen, und zwar deswegen, weil dort auch nicht nur durch marktfremd niedrige Zinsen, sondern auch durch Direktsubventionen und durch Direktkredite
politischer Art an die favorisierten Unternehmen riesige Ungleichgewichte, vor allen Dingen im Immobiliensektor, aufgetürmt worden sind. Und der Immobiliensektor steht nun mal für etwa 30-40% des chinesischen Bruttosozialprodukts, immer noch, ja, was extrem viel eigentlich überhöht ist. Und dieses Ungleichgewicht ist auch nicht beseitigt. Und von Japan möchte ich gar nicht erst anfangen zu reden. Dort ist die Zombifizierung schon gute 15 Jahre länger im Gang als in Europa. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass es noch nicht gekracht hat, was im Prinzip nur dadurch zu erklären ist, dass die japanischen Kapitalmärkte trotz ihrer formellen Offenheit von den internationalen weitgehend abgeschnitten sind. Und dass das Ganze noch aus einem internen Sparen des Landes heraus finanziert wird. Was den Japanern allerdings leider noch nicht klar ist, ist, dass sie linke Tasche, rechte Tasche gemacht haben und dass sie bei sich selbst verschuldet sind und dass, wenn es da zur großen Abschreibung kommt, auch diese Ersparnisse alle weg sind. Das wird zu erheblichen Verwerfungen führen, weil natürlich die Japaner als sparwütiges Volk eigentlich darauf setzen, dass ihre Ersparnisse auch irgendwie werthaltig sein sollten, was sie eben halt nicht mehr sind. So, das heißt, wir haben in allen großen Wirtschaftsräumen das Problem. Es gibt natürlich auch Inseln der Glückseligkeit, wo es nicht der Fall ist. Aber diese Inseln der Glückseligkeit sind klein, jedenfalls ökonomisch klein. Sie mögen flächenmäßig etwas größer sein, aber sie sind ökonomisch klein und werden das Problem nicht lösen. Und das Zombie-Problem ist im Euroraum massiv, virulent. Es liegt in den Bankbilanzen. Es ist auch bisher in keiner Weise so, dass man sagen kann, dass die Bankaufsicht das Problem im Griff hat. Und es ist, ich sag mal, zudem so, dass man bisher sich auch nicht bemüht hat, Methoden zu entwickeln und die Ratingsysteme der Banken dahingehend aufzubohren, dass man überhaupt das Problem identifizieren könnte. Ich glaube auch, die Motivation ist relativ simpel. Die sagen sich wahrscheinlich alle, naja, wenn es knallt, sind wir sowieso alle dran, müssen eh alle gerettet werden. Dann will ich es auch vorher gar nicht wissen, denn wenn ich der Erste bin, der sich bewegt, dann habe ich wie beim Beamten Mikado verloren. Ja? Und das zweite große Ungleichgewicht ist nach wie vor die deflationierte Anleihenblase, die wir haben. Also wir haben die Anleihen sind allein aufgepumpt durch die Zentralbanken die größte Assetblase in der Geschichte der Menschheit gewesen. Absolut. Sie sind jetzt immer noch nicht richtig deflationiert, weil ein marktgerechter Zins, der würde ja eigentlich höher sein als die Inflation, der würde dazu führen, dass die Anleihenkurse noch sehr viel weiter fallen müssten, als wir es eh schon gesehen haben. Aber wenn wir uns mal die Anleihenkurse anschauen und das Volumen der Anleihen global anschauen, nämlich ungefähr 150 Billionen Dollar. Und wir wissen, dass davon etwa 10% jetzt weg sind im Zuge der Mark-to-Market niedriger Bewertung. Dann reden wir also von mindestens 15, möglicherweise aber auch von 20 Billionen noch nicht in den Bilanzen abgeschriebenen Anleihen. Und die liegen wo? Sie liegen bei den großen Kapitalsammelstellen. Sie liegen bei den Investoren, sie liegen bei den Hedgefonds, bei den Versicherungen und auch bei den Banken. Und an der SVB, Silicon Valley Bank, haben wir ja gesehen, wie ein Tausendstel dieses Problems, nämlich gerade mal 18 Milliarden Verluste, die Silicon Valley Bank an dem Thema erlitten hat, das was nur ein Tausendstel der Gesamtverluste ist, die im Markt aufgetreten sind, schon dazu geführt hat, dass eine der großen Banken Amerikas umkippt. Und ich möchte auch noch erinnern an die Pensionskassen in Großbritannien, die ja auch durch die Anleihenproblematik in die Bredouille gekommen sind und die Bank of England dann ganz schnell eine Zinskehrtwende raus aus Quantitative Tightening zu Easing wieder übergegangen ist, wirklich eine Nacht- und Nebelaktion. Also dieser Anleihenmarkt ist wirklich eine tickende Zeitbombe. So ist es. Und da ist auch so eine Phase der Ruhe auch völlig normal. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Pensionsfondsproblem, das Liz Truss ihr Amt gekostet hat, und dem Vorbeben der Bankenkrise, wie wir es jetzt mit Silicon Valley Bank und Credit Suisse gesehen haben? Wie viel Zeit ist vergangen? Gutes halbes Jahr. Und es kann ohne weiteres jetzt noch mal ein paar Monate dauern, bis das sozusagen zur Entladung kommt. Aber zur Entladung wird es kommen, es sei denn, die Ungleichgewichte werden beseitigt. Das Zombie-Ungleichgewicht kann nicht beseitigt werden. Es kann höchstens noch perpetuiert werden, indem man die Zinsen wieder senkt. Und das Anleiheungleichgewicht kann auch nicht beseitigt werden, es sei denn, wir kapitulieren, so wie wir es in England schon getan haben, vor der Inflation. Also es ist völlig klar, die Bankenkrise schwelt weiter und sie wird wieder ausbrechen, in dem Moment, wo die Zentralbanken glauben, sie könnten die Inflation bekämpfen. Die Banken haben sich in diese Zwickmühle gebracht. Ja, sie können entweder die Inflation glaubwürdig bekämpfen oder sie können die Banken retten. Sie können aber nicht beides haben.
da sie keine Wahl haben, als die Banken zu retten. Denn wenn große Banken kippen, ohne dass sie gerettet werden, ist es angesichts des über Jahrzehnte angestauten Ungleichgewichts, nämlich dass die Banken zu groß sind, was auch ein marktfremdes Ungleichgewicht ist, weil es durch den Staat verursacht wurde, ist den Leuten oft nicht klar, ist es unmöglich, Banken nicht zu retten. Warum ist es so? Weil wir in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts irgendwann mal gesagt haben, wir müssen die Banken in jedem Fall retten, ja, egal was da passiert. Denn die sind systemrelevant. Nach der Pleite der Kreditanstalt ist man mal zu der Meinung gekommen. Damals waren die Banken aber noch sehr viel kleiner als heute. Und das Ergebnis ist, dass Banken in der Größe einen Wettbewerbsvorteil haben, den sie normalerweise in der Form gar nicht hätten. Natürlich ist Größe bei den Kosten ein Wettbewerbsvorteil und auch bei der Nutzung der Bilanz für Kapitalmarktthemen. Aber sonst ist sie eigentlich ein Wettbewerbsnachteil, weil große Banken hochkomplex sind, ihre Risiken oft nicht im Griff haben und schwieriger zu managen sind. Man braucht sehr viel besseres Risikoverständnis, um eine große Bank zu managen, als eine kleine Bank. Und insofern ist der Vorteil der Größe endet irgendwo mal beim Risiko. Und weil aber dieses Risiko durch die Staatsrettung ausgeblendet wird, werden Banken marktwidrig sehr viel größer, als sie normalerweise wären. Banken, die nicht gerettet werden können, würden in der Größe, die sie heute haben, vom Anleger überhaupt gar kein Geld mehr bekommen, weil das kein Mensch mehr riskieren würde. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass Banken zu groß sind und dass der Rettungszwang deswegen auch perpetuiert wird. Also können die Zentralbanken, die Aufsicht und die Regierung gar nicht anders. Und damit werden sie vor der Inflation kapitulieren, so wie sie es beim Pensionsfondsproblem in England gemacht haben. So werden sie es auch in Euroland und in Dollarland werden sie es genauso tun. Ja, ja, also jetzt sehe ich genau so. Die werden auf jeden Fall die Banken retten, weil sie ja systemrelevant sind. Und wir haben ja in der Schweiz gesehen, wie hier wirklich in der Nacht- und Nebelaktion auch ein Tabu nach dem anderen gebrochen wurde. Man hat eine Zwangsheirat organisiert mit einer UBS, die schon mal gerettet wurde vor einigen Jahren mit 5 Milliarden Franken durch den Staat. Dann haben wir gesehen, 100 Milliarden werden zugeschüttet an Garantien plus 9 Milliarden irgendwie nochmal irgendwie Verlustgarantie, die dann ausgeglichen wird durch die Schweizer Nationalbank. Also wirklich eine Zwangsheirat zwischen zwei wahrscheinlich Todkranken. Und damit ist eigentlich die UBS jetzt noch größer wie zuvor und noch intransparenter. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, Netting. Ja, also wir sehen jetzt zum Beispiel bei der Deutschen Bank über 40 Billionen Euro in Derivaten. Und natürlich wird es aufgehoben durch das sogenannte Netting. Aber was glaubst du denn unter dem Strich zum Beispiel, was bleibt denn dann hängen an Gefahrenpotenzial? Reden wir dann von einer Billion oder von nur 100 Milliarden oder nur von 10 Millionen? Also wir müssen hier sehr fein unterscheiden. Netting hat keine Auswirkung auf die Marktrisikoposition, sondern auf die Kreditrisikoposition. Marktrisikopositionen baut man auf mit Derivaten und diese Marktrisikopositionen, die sind zum großen Teil sowieso schon, canceln die sich gegenseitig raus. Aber nicht im Wege des Netting, sondern im Wege der Rückabsicherung. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Put und ein Call und ich nehme beides, aber mit unterschiedlichen Gegenparteien. Und auf der Marktseite wird es immer so laufen, dass wie die Bewegung auch stattfindet, das eine steigt, das andere fällt und das cancelt sich dann gerade so raus, ja, sodass ich also über diesen Weg zwar gewaltige Volumina nominell aufbauen kann, aber das Marktrisiko-Exposure gering ist. Und ich vermute mal, dass das Marktrisiko-Exposure auch einer deutschen Bank relativ gering ist. Wenn sie da eine Position nimmt, dann nimmt sie die bewusst und dann nimmt sie die in einem bestimmten Rahmen. Das ist, glaube ich, nicht so sehr, also die Größe auf der Seite ist nicht so sehr das Problem. Das Problem entsteht erst dann, wenn einer der großen Derivate-Handelsknotenpunkte und damit auch einer der großen Stillhalter in dem System ausfällt. Dann stell dir vor, wir beide haben einen Deal miteinander gemacht. Ich kaufe dir eine Aktie ab zu 100, ja, und du hast mir versprochen, sie zu 100 zu liefern. Ich habe also eine Kaufoption bei dir und du hast dich rückversichert bei jemand anderem auch entsprechend die für 100 einkaufen zu können. Wenn der jetzt pleite geht, die Aktie auf 150 gestiegen ist und ich dann aber sie zu 100 von dir kaufen will, verlierst du die 50, weil der andere wird dich dann eben nicht mehr sozusagen rauskaufen, weil er verloren hat. Ja, das heißt, ein Knotenpunkt macht aus einem nicht existierenden Marktrisiko, das rausgecancelt ist, plötzlich ein Marktrisiko und damit macht's die Sache für mich, dir gegenüber, zu einem Kreditrisiko, weil ich nicht weiß, ob du die 50 bezahlen kannst. Wenn du groß genug bist als Knotenpunkt, so wie eine Deutsche Bank mit 42 Billionen, dann wirst du es möglicherweise nicht bezahlen können. Das heißt also, das,
Das Problem liegt nicht in der im Marktrisiko-Exposure per se, sondern es liegt im Kreditrisiko, in dem Counterparty-Risiko-Exposure. Das kann dann auch durch Netting teilweise wieder abgebaut werden, aber das Netting ist nur bedingt geeignet, das abzubauen. Dazu kommt natürlich, dass das Monitoring dieser Exposures extrem schwierig ist. Das heißt also, um das Kreditrisiko zu verstehen, muss ich Simulationen fahren meiner Marktrisiko-Exposures und der jeweiligen Kreditwürdigkeit meiner Counterparties. Und das macht die Sache extrem unübersichtlich. Und wenn du jetzt dir vorstellst, dass ein einziger Knotenpunkt reißt, bei 42 Billionen ist die Deutsche Bank, glaube ich, einer der größten weltweit, ja, dann führt es dazu, dass du ja eigentlich keinen Überblick über deine tatsächlichen Risiken bekommst. Ja? Ja, okay. Also es bleibt auf jeden Fall, denke ich mal, spannend, auch mit den Derivaten und den Anleihen, weil auch die Silicon Valley Bank kam ja in die Bredouille durch die Anleihen. Aber wir sehen, bei der Credit Suisse war es ja was ganz anderes. Also die Credit Suisse war ja schon seit längerem skandalträchtig, hatte Fehlentscheidungen getroffen. Und da haben wir gesehen, dass die Anleger das Vertrauen der Bank entzogen haben. Und wir haben dann einen digitalen Bankrun gesehen, der innerhalb von einem Tag vonstatten ging. Ja. Also war eine ganz andere Grundlage eigentlich, war eher so ein Ansteckungseffekt. Glaubst du denn, dass wir jetzt in Europa wieder eine Bankenkrise sind? Oder was denkst du denn, welche Bank könnte denn der nächste Dominostein sein, deiner Ansicht nach? Die einzige Frage, die ich mich weigere zu beantworten, und du stellst sie. Also es ist so, dass ich mich zu einer einzelnen Bank grundsätzlich nie äußere, weil ich will nicht am Beuer-Syndrom zugrunde gehen. Ja, also ja. Der ja mal über einen, immerhin, es war allerdings ein Kreditkunde bei ihm, den Satz gebracht hat, nach allem, was man lesen oder hören kann oder so ähnlich. Und obwohl er versucht hat, sich verbal da abzusichern, ist ihm das also komplett ins Gesicht explodiert. Und ich bin keine Ratingagentur. Ich wollte zwar mal eine gründen, aber ich bin keine. Und insofern werde ich mich bei einzelnen Namen immer zurückhalten. Ich bin aber generell, wenn man mich fragt, welche Banken ich sympathisch finde, bin ich immer viel mehr ein großer Fan von kleinteiligen Systemen als von großteiligen Sparkassen, Systemen. Sparkassen, Volksbanken sind meine Favorites. Ja, ich bin auch selber Kunde bei einem kleinen Institut, bei einem relativ kleinen Institut, je nachdem, wenn man es nimmt. Ja, also bei einem Institut aus der Sparkassen- oder Volksbankenwelt. Ja, weil ich sage, ich kann die Risiken einer Großbank nicht einschätzen von außen. Mhm. Ich maß mir auch nicht an, es besser zu können als die Aufsicht, die ich sowieso nicht kann. Ja, aber dass die es nicht kann, hat nicht den Grund, dass sie es nicht könnte, sondern dass sie einfach es nicht auf, dass Bürokratien es nie hinkriegen. Ja, und auch oft unwillens sind, es hinzukriegen. So, und insofern werde ich deine Frage quasi negativ beantworten. Wo geht man denn hin? Man geht zu einem kleinen Institut mit hoher Eigenkapitalausstattung, ja, und mit niedriger Neigung irgendwie zu zocken und mit einem Vorstand, der, ich sag mal, ein konservatives Commercial Bankerherz in sich schlagen hat, mhm, und der in der Tendenz eher mal ein Sprichlein bringt wie: Leute, lasst uns vorsichtig sein und die Kohle zusammenhalten, denn wir wissen nicht, was da kommt. Ja. Solche Leute sind als Bankvorstände am sympathischsten und da gehe ich dann hin. Lass mich die Frage umformulieren. Aus welcher Region, von welchem Kontinent könnte denn die Bankenkrise wieder entfachen? Also da würde ich mal sagen, da sehe ich Europa und die USA gleich auf. Okay. Europa hat dieses Zombie-Problem und das Deflationierung der Anleihenblase-Problem, genauso wie die USA. In den USA gibt es allerdings noch, also in den USA gibt es mehr Banken, die zocken, ja, noch mehr als bei uns. Aber die Aufsicht ist ein Ticken professioneller und bei uns ist es genau umgekehrt. Es wird ein bisschen weniger gezockt, aber die Aufsicht ist noch weniger professionell. Das heißt also, ich rechne damit, dass quasi, was bei den einen höhere tatsächliche Exposures sind, sind bei den anderen höhere Transparenzrisiken. Okay, spannend. Jetzt natürlich die grundlegende Frage. Also Silicon Valley Bank, Signature Bank, aber auch die Credit Suisse, die haben ja alle die Stresstests mit Bravour und Auszeichnung bestanden. Ja. Für was sind denn diese Stresstests überhaupt gut, wenn diese ganzen Banken auf Herz und Niere getestet werden, die großartig bestehen und dann doch pleite gehen oder übernommen werden oder abgewickelt werden? Also diese Stresstests, dass man die in der Pfeife rauchen kann, habe ich schon geschrieben, als sie durchgeführt worden sind. Ja. Und das ist bald 10 Jahre her.
Und ich habe damals in meinen Publikationen sehr ausführlich begründet, warum die Risikomessinstrumente, über die die Aufsicht verfügt, nicht geeignet sind, die Risiken tatsächlich zu messen. Und ich weiß auch, dass damals viele Leute in der Aufsicht das Argument zwar nachvollzogen haben, aber nach außen hin natürlich trotzdem gesagt haben, nein, 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 alles ist super. Es gab dann unmittelbar danach schon die ersten Unfälle, insbesondere bei diesem ganz großen europäischen Stresstest, für den man einen Milliardenbetrag aufgewendet hat. Und dann hinterher hatte man dann plötzlich das Problem in Italien und ich weiß nicht wo überall. Ja, da hatte sich eigentlich schon gezeigt, dass die handwerklichen Probleme, die es da gab, schon relativ groß waren. Und in der Zwischenzeit ist es nicht besser geworden. Die Aufsicht arbeitet nach wie vor nicht mit Instrumenten, die geeignet sind, die Risiken korrekt zu messen. Weder im Marktrisiko noch im Kreditrisiko. Im Kreditrisiko im Gegenteil, da macht man den Fehler, die gleichen, wie soll ich sagen, methodischen Fehler zu machen, wie man es bei den Marktrisiken vor 2007 gemacht hat, nämlich zu kurz laufende Zeitreihen. Wir haben ja bei der Kreditrisikomessung der Banken die ganzen Ratingsysteme, wie du weißt, an deren Entwicklung war ich beteiligt. Und diese Systeme, die sind alle kalibriert auf eine durchschnittliche Ausfallwahrscheinlichkeit. Und da werden mehrjährige Durchschnitte der Vergangenheit genommen. Wenn die Zinspolitik dazu führt, dass die Ausfälle, die Kreditausfälle durch die künstliche Absenkung der Pleiten auch künstlich niedrig sind, dann wird das gesamte System der Kreditrisikomessung durch diese Sache verzerrt. Sie wird kleiner dargestellt, als sie tatsächlich ist. Und jetzt haben wir nur aktuell, zuletzt selbst in der sogenannten Covid-Krise, die eigentlich eine Politikkrise war, Ausfallraten durch Subventionen und Niedrigzinsen gesehen von 0,1 bis 0,2%, statt, wie wir es in den Jahrzehnten vorher hatten, vor der Niedrigzinspolitik von 1,5 bis 2%. Das heißt, wir unterschätzen das Kreditrisiko systematisch um 90%. Und diese niedrigen Ausfallraten, die sind jetzt auch lange, lange in die Kreditrisikomesssysteme eingeflossen und führen dazu einer gewaltigen Verzerrung. Und es gibt keinerlei Anstrengungen, man hat keinerlei Anstrengungen gemacht, Systeme zu entwickeln und Kennzahlen zu entwickeln, mit denen man die Zombies identifizieren kann, obwohl es möglich ist. Ich habe es mal für eine Bank gemacht vor einigen Jahren. Es hat auch wunderbar funktioniert. Die ökonomischen Zusammenhänge sind auch völlig klar, woran man Zombies erkennt. Aber man hat sich diesbezüglich keinerlei Mühen unterzogen. Und man hat auch offensichtlich bei den Stresstests, wie es Jamie Dimon gesagt hat, es vernachlässigt, Sensitivitätstests auf Zinsänderungsrisiken durchzuführen. Also das eigentliche Risiko, das da ist, nämlich ein Zinsänderungsrisiko, wenn ich ein Fixed-Income-Buch habe, das hat man schlicht nicht getestet. Also wie man da drauf kommen kann, das hat er jetzt für Amerika gesagt. Mich würde es wundern, wenn es in Europa viel besser aussieht. Ja, also wenn man die wesentlichen Risiken entweder nicht messen kann oder sie zwar messen könnte, aber ausblendet bei den Stresstests, was, Marc, soll da bitte rauskommen? Ja. Welche Qualität an Aussage soll da bitte rauskommen? Ich kann das nicht erkennen. Ja, und der Beweis wurde jetzt ja geliefert, indem reihenweise Banken einfach insolvent gegangen sind oder gerettet werden mussten. Und weitere sind leider zu befürchten, tatsächlich. Und du hast vorhin gesagt, es werden weitere Bankenkrisen auf uns zukommen. Aber die Banken werden definitiv gerettet werden, weil sie systemrelevant sind. Die Frage ist natürlich, wo kommt dann da das Geld her? Wenn wir zum Beispiel nur von 1 Billion oder 500 Milliarden sprechen, kommt das dann direkt aus der Druckerpresse oder wo denkst du, dass dann das Geld herkommen sollte? Also ich vermute mal, dass es wahrscheinlich, bis vor ein paar Wochen habe ich noch gedacht, dass es auf jeden Fall alles gedruckt wird. Man hat aber wahrscheinlich dann irgendwann mal die paar Taschenrechner, die es in der EZB vielleicht auch noch gibt, mal angeworfen und sich zumindest mal Pi mal Daumen darüber vergewissert, dass, wenn man das tut, die Inflationsrate auf ein Level galoppiert, der zum Ende des Euro führen wird. Mhm. Also wird man möglicherweise eine Kombination machen. Man wird versuchen, irgendwie so einen Kompromiss zu schließen. Ja? Nämlich gerade so viel Geld drucken, dass einem das Problem nicht um die Ohren fliegt und ansonsten die Sparer dran beteiligen und nach Zypern-Modell zu Aktionären der Banken machen, zwangsweise. Das heißt also, es könnte eine Kombination von Buyout mit frisch gedrucktem Geld und Buy-in mit dem Geld der Sparer geben. Und da ist natürlich dann die Frage, wie macht man das, ohne dass die Leute mit Fackeln und Forken vor den Ministerien stehen. Ich kann mir vorstellen, dass im Moment viel Hirnschmalz, Nachdenkschmalz und Beratungskosten da reinfließen, da die richtigen Grenzen zu ziehen und sich zu überlegen, wem nehmen wir es denn weg?
Ja? Enteignet wird der Sparer sowieso. Also ja. Entweder wird er enteignet über die Inflation oder er wird enteignet über den Buy-in und zwangsweise SAG zum Bankaktionär gemacht. Ja. Also die Enteignung kriegt er sowieso. Die einzige Frage ist, die sich dann noch stellt, wie kriegt man es so hin, dass es von der Mehrheit der Menschen als halbwegs sozialverträglich noch wahrgenommen wird. Das wird eine interessante Spielart. Man kann ja sagen, irgendwas mit Klima. Ja, Klima ist immer. Also der Klimawandel schuld ist an der Inflation, hat uns ja Frau Lagarde schon erklärt. Ja? Obwohl ich ja gar nicht verstehen kann, wie das sein soll. Wenn es wärmer wird, müssen wir doch weniger heizen. Dann müssen doch Heizkosten sinken, weil weniger danach gefragt wird. Den ökonomischen Zusammenhang habe ich noch nicht ganz begriffen. Aber das muss ich ja auch nicht. Ich bin ja kein Zentralbankchef, zum Glück. Ja. Ja. Also mit Klima können wir immer den Leuten erzählen. Und wenn das Klima nicht mehr ausreicht, dann haben wir ja immer noch Herrn Putin. Ja, geht auch noch. Genau. Wenn du das Interview jetzt schon spannend findest, dann bitte kräftig teilen mit Freunden, Bekannten oder auch Bankern natürlich. Und wenn du Markus Krall live sehen möchtest, dann komm am 6. Mai in das schöne Schwäbisch Gmünd, die alte Stauferstadt, eine Goldstadt. Das passt perfekt zu Markus. Und da kannst du Markus live erleben. Und Tickets gibt es noch bei mir unter mark-friedrich.de. Einfach mal reinschauen. Jetzt gab es eine interessante Entwicklung, Markus, nämlich Apple hat sozusagen die iBank gegründet mit 4,15% Verzinsung aufs Tagesgeldkonto. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wenn wir sehen, dass das das Zehnfache des Durchschnittswertes ist, was die Banken in den USA zahlen, ist es doch auch eigentlich sozusagen disruptiv und wahrscheinlich auch eine starke Konkurrenz für die Banken, weil viele werden natürlich sagen, komm, Apple vertraue ich mehr, die sind gut finanziert, die haben eine höhere Eigenkapitalquote als jede schäbige Bank oder jede große Bank, selbst in den USA. Da gebe ich doch lieber denen mein Geld für 4,15% als irgendwie JP Morgan oder Goldman Sachs. Ja, das kann Apple natürlich auch nur bis zum gewissen Punkt machen. Das ist uns, glaube ich, allen klar. Also, Lockangebote. Es gibt ja zwei Gründe, warum mehr Zinsen bezahlt werden, als der Marktzins wäre. Ja? Der Marktzins bildet sich halt bei der Masse der Institute schon heraus. Entweder ist das Institut risikoreicher, das war bei der Silicon Valley Bank der Fall, deswegen haben die schon einen höheren Sparzins bezahlt oder Einlagenzins bezahlt als die Wettbewerber. Was letzten Endes der Grund für den Untergang war, weil die mussten ihre Liquidität an den langlaufenden Anleihen parken, denn kurzlaufende hätten sofort zu Verlusten geführt, weil wir ja mehr zahlen, als wir dann bekommen würden. Ja? Und dieses Exposure hat sie dann umgebracht. Und die zweite Variante, warum man mehr zahlt, ist im Grunde genommen, ich kaufe mir Kunden ein. Das heißt also, das ist so, wie wenn einer 100 Euro dafür kriegt, dass er ein Abo abschließt. Ja? Das ist natürlich nicht 100 Euro geschenkt, sondern das sind 100 Euro investiert, weil langfristig dieses Abo einen gewissen Barwert hat, ja, für den, der es anbietet. Und wenn ich den Kunden gewonnen habe, dann hat es einen bestimmten Wert. Und der Kunde wird halt von Apple auf dem Wege gewonnen. Ja? Da gehen jetzt ganz viele hin, sagen, oh, 4,2% super. Das werden die natürlich nicht auf die Dauer machen. Wenn sie es nämlich auf die Dauer täten, dann müssten sie dieses Geld auch in langfristigen Anleihen parken und dann würde selbst Apple irgendwann mal Verluste erleiden, wo sie sagen, hat sich das jetzt gelohnt, eine Bank zu gründen oder was? Ja, also es wird kein dauerhafter Zustand sein, aber für eine Bank, die jetzt in den Markt eintritt und erstmal dafür sorgen will, dass alle über sie schreiben und reden, ist es eine super Strategie. Aber es ist natürlich auch klar, dass auch 4% eigentlich noch keine die Inflation noch nicht kompensieren. Und dass das im Grunde genommen, dass im Markt sich ein so viel niedrigerer Zins rausbildet als die 4%, letzten Endes auch wieder das Ergebnis der Zentralbankpolitik ist, weil die Zentralbank zwar die Zinsen angehoben hat, aber immer noch marktfremd auf nur 3-4% bei einer Inflation von 8-10%. Ja, das wird halt auf Dauer nicht gehen. Wie sind denn deine Inflationsaussichten? Was glaubst du, was da auf uns zukommt? Ist das Schlimmste hinter uns? Das Schlimmste wäre hinter uns, wenn die Zentralbanken weiter eine antiinflationäre Politik hochfahren. Ja? Wir sehen es an den Erzeugerpreisen, die haben sich stabilisiert. Die haben sich auch deswegen stabilisiert, weil einige der internationalen Lieferketten sich jetzt stabilisiert haben. Man hat sich doch nicht getraut, mit China sich derartig anzulegen, dass die Lieferkette nochmal gestört werden könnte. Ja? Wenn sie das allerdings tun, dann werden sie relativ schnell wieder 30-50% Erzeugerpreisinflation sehen. Insofern glaube ich, das werden sie schon deswegen nicht tun, weil sie sich das nicht trauen.
Aber also wenn wir jetzt eine antiinflationäre Politik fahren könnten und das ein paar Quartale durchhalten, dann hätten wir wahrscheinlich das Schlimmste hinter uns. Wir würden dann nicht wieder 2% sehen, aber wir würden wahrscheinlich so auf 4-6% würden wir es mittelfristig, ich sag mal, zum nächsten Jahr absinken sehen, wenn das durchgehalten werden könnte. Ich glaube nur nicht dran, dass es durchgehalten werden kann. Und zwar wegen der vorhin diskutierten Bankenrettung. Wenn wir also Banken zu retten haben und das mit viel Geld, dann wird das bedeuten, dass die Inflation nochmal ansteigt. Nach meiner Schätzung brauchen wir für die Bankenrettung dieses Mal auf beiden Seiten des Atlantiks 4-8 Billionen, weil das, was an Verlusten in den Bilanzen schon da ist, was halt noch nicht gezeigt wird, weil die Zombie-Kredite sind ja im Grunde schon verloren. Ja. Die werden nicht zurückgezahlt. Hm. Ja, wenn die zurückgezahlt werden müssten, dann wären die alle tot. Genauso wie die Anleihenverluste nicht aus der Welt geschafft werden können. Es sei denn, wir senken die Zinsen wieder auf null. Können wir machen. Aber dann haben wir genau das gleiche Thema. Das ist, Zinsen wieder auf null senken ist auch eine Form von Bankenrettung. Ja, aber wenn wir es auf null senken, dann geht sofort die Maschinerie wieder los und die Inflation galoppiert auch sofort wieder los. Das heißt also, mit der Bankenrettung gehe ich davon aus, dass wir in einigen Quartalen zum nächsten richtigen Aufgalopp ansetzen und dann sehen wir 20, vielleicht auch 30%. Wow, aber das würde ja bedeuten, noch mehr Insolvenzen, auch Privatinsolvenzen. Das würde bedeuten eigentlich eine Abwärtsspirale nach unten, weil wenn Verbraucher oder auch Unternehmen dann pleite gehen oder in Existenznot geraten, reißen die ja teilweise auch vielleicht die Banken mit sich. Und dann haben wir ja sozusagen eigentlich einen Abwärtsstrudel in Perfektion. Dann muss ja die Notenbank wieder einschreiten. Also wie viel Luft hat denn die EZB überhaupt noch? Oder naja, es kommt drauf an. Also wenn ich eine Lohnpreisspirale zulasse für eine Weile, dann werden die Privaten auch entschuldet dadurch. Ja? Das heißt also, die Schulden der Privaten fallen dann mit. Das könnte eine Strategie sein, um es noch ein paar Quartale durchzuhalten und den Leuten zu sagen, ja, die Inflationskrise ist schlimm, aber wir haben es bald hinter uns, weil wir sind dann bald entschuldet. Ihr auch. Ja. Ja? Dass natürlich trotzdem jemand dafür bezahlt, ist klar. Ja? Also die Real-Asset-Eigentümer, die gewinnen, und die Nominal-Asset-Eigentümer, die verlieren. Das ist in jedem Fall eine gigantische Umverteilung von den Anleiheeignern, Lebensversicherten, Pensionsfondsversicherten und so weiter zu den Immobilienbesitzern, Aktienbesitzern, Goldbesitzern. Mhm. Ja, das ist die Umverteilung, die da stattfindet. Mhm. Und man kann im Grunde genommen versuchen, das eine Weile lang auch in einer relativ hohen Inflation die Leute noch davon abzuhalten, sozusagen auf die Straße zu gehen. Allerdings nicht mehr dann, wenn ein Großteil der Leute, weil es eben keinen Lohnausgleich gibt, wenn es den nicht gibt und auch keinen Sozialhilfeausgleich gibt, dann können sich die Leute ihr Essen nicht mehr leisten bei 30-40%. Also wir haben ja jetzt schon, bei Lebensmitteln haben wir ja schon 20-30% Inflation. Ja. Auch jetzt, in dem Zustand, wo die Preise wieder sich etwas entspannt haben, haben wir immer noch 20-30% Lebensmittelinflation. Auch die Mieten gehen massiv weiter hoch. Wo die Entlastung momentär kommt, ist der Bereich Energie, weil er da überschossen ist und sich jetzt sozusagen etwas wieder anpasst, aber immer noch auf höherem Niveau als vor 2-3 Jahren. Das heißt also, das ist ein Basiseffekt, der da jetzt auch mit reinspielt. Ja, da haben wir sozusagen die Inflation, die haben wir etwas vorgezogen, das normalisiert sich jetzt ein bisschen. Aber bei Lebensmitteln und Mieten ist nach wie vor die Preisexplosion da. Und bei Mieten erstaunlicherweise auch trotz dem kompletten Verfall der Immobilienpreise, den wir im Moment in Deutschland beobachten, wo im Grunde genommen der Markt ja komplett eingefroren und zum Erliegen gekommen ist, insbesondere bei Wohnimmobilien. Ja. Ja, also die Preise sind hier tatsächlich am Stagnieren und teilweise auch schon bröckeln. Gerade jetzt auch gestern kam Nachricht über München, Bayern und so weiter. Mhm. Und klar, ich meine, der Risikokapitalpuffer wurde erhöht auf 1%. Wir haben eine Rezession oder eine drohende Rezession. Die Inflation ist hoch, die Lieferkettenproblematik war da und natürlich explodierende Baupreise. Das hat natürlich viele, viele Häuslebauer davon abgehalten, vielleicht doch dann den ersten Spatenstich zu tätigen. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Wir sehen, dass die Finanzierungen, also die Hypotheken und Kredite und so weiter, tatsächlich stark eingebrochen sind. Auch die Baugenehmigungen massiv zurückgehen. Und das hat natürlich auch dann später dann wieder einen Rückschlag, also Auswirkungen, Kollateralschäden in die Wirtschaft generell, weil das macht sich dann überall bemerkbar.
Ja, also wir sehen eigentlich viele, viele Problematiken. Jetzt sehen wir natürlich auch, dass natürlich die Notenbanken als auch der IWF versuchen, das alles abzudämpfen. Ne, mit immer neuen Rettungspaketen, mit auch Ideen, wie man das Geld digitalisieren kann. Und wir sehen natürlich die CBDCs, die Central Bank Digital Currencies. Und vor einigen Tagen erst hat der IWF den Unicoin vorgestellt, eine globale digitale Währung. Was ist deine Meinung dazu? Ist das die Lösung? Ist das was Gutes für uns alle? Also eine globale digitale Währung ist das Rezept für eine globale digitale Tyrannei. Das müssen wir mal ganz klar so festhalten. Eine globale digitale Währung würde bedeuten, dass es eine Institution gibt auf der Welt, die alle unsere Käufe und Verkäufe, die wir das gesamte Leben tätigen, von der Wiege bis zur Bahre kennt und damit alle unsere Präferenzen kennt. Und für die sind wir transparent, durchschaubar und auch erpressbar. Ja, das heißt also, dass jemand, das ist der gläserne Bürger, der vollkommen der Staatsgewalt ausgeliefert ist. Mhm. Nichts anderes als das. Das Ganze, muss man sich vorstellen, kombiniert mit einem System Chinese Social Scoring, also dieses Sozialscore-System, was die Chinesen eingeführt haben für ihre Bevölkerung. Für Unternehmen gibt es das ja schon bei uns, dieses chinesische System. Das nennt sich nur anders, das nennt sich ESG. Was eine Art Nachhaltigkeitsindex sein soll, der auch schon in die Finanzierungskalkulation der Banken zwangsweise einfließt. Das heißt also, statt guter Ratings und der Ermittlung einer echten Kreditwürdigkeit wird jetzt eine Wohlverhaltensnote vergeben, ein Wohlverhaltensrating vergeben, das also auf angeblich Nachhaltigkeit, in Wahrheit geht es hier nur um politische Korruption, ja, also das ganze Nachhaltigkeitsthema, so wie es von der Politik gekapert worden ist, dient nur dem Zwecke, in korrupter Weise privilegierten Herstellern bestimmter Dinge, irgendwelche Dinge zuzuschanzen. Ob das Solarzellen sind, Windrädchen oder Wärmepumpen, ob das Elektromobilität ist, das sind im Prinzip alles korrupte Schemata. Es geht hier nicht darum, irgendwie die Welt zu retten. Ja, wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Ja, hier geht es überhaupt nicht um die Weltrettung, hier geht es auch nicht um das angebliche Klima, das sowieso mit Modellen gerechnet wird, die nicht funktionieren können, sondern hier geht es um Korruption. Hier geht es darum, den Leuten, die in Brüssel die Taschen am weitesten aufgemacht haben, die Aufträge zuzuschanzen und wenn sie sich am Markt nicht durchsetzen können, dann eben mit Zwang. Nichts anderes haben wir hier vor uns. Und wissen Sie, liebe Zuschauer, sage ich da, ja, wenn Sie davon ausgehen, dass diese Leute nicht korrupt sind, dann fragen Sie sich mal, wie zum Beispiel ein Herr Habeck sich für 400.000 Euro im Jahr einen privaten Fotografen auf Steuerzahlerkosten leistet und eine Frau Baerbock für 130 oder 137.000 Euro waren es, glaube ich, eine private Stilberaterin oder Visagistin oder ich weiß nicht, was man sich da alles leistet. Da sagst du, Leute, die Geld des Steuerzahlers, hart verdientes Geld des Steuerzahlers für solche Zwecke ausgeben, die haben einen korrupten Charakter. Anders kann man es leider nicht sagen. Und diese Leute, die einen korrupten Charakter haben, die lassen sich auch korrumpieren von denen, die die Taschen am weitesten aufmachen, um ihre Dinge zu fördern. Windrädchen, Solarzellen, Elektromobilität und Wärmepumpen. Ja, das ist genau das, worum es geht. Ja, es glaubt doch kein Mensch, dass im Grunde genommen hier irgendwas gerettet werden könnte, wenn Deutschland, das irgendwie 1,7% an der Weltproduktion von CO2 hat, selbige dadurch senkt, dass es Wärmepumpen einführt, nachdem es gerade drastisch erhöht hat durch die Stilllegung der Atomkraftwerke. Das ist doch alles Schwachsinn. 15 Millionen Tonnen mehr CO2, um den Atomausstieg auszugleichen. Muss man sich mal überlegen. Ne? Wir verbrennen jetzt vor allem Braunkohle, Steinkohle, Erdgas und wir importieren Atomstrom aus Frankreich. Ja, weil also der nicht, ist dass ich gut. CO2 für was Schlimmes halten würde. Das tue ich nämlich nicht. CO2 ist die Voraussetzung für Photosynthese auf dem Planeten. Und ohne Photosynthese gibt es überhaupt kein Leben auf diesem Planeten. Ja, das Molekül des Lebens heißt CO2. Es gäbe keine Photosynthese. Nichts Grünes auf dem Planeten würde existieren, wenn es CO2 nicht in der Atmosphäre wäre. Ja, es gäbe es nicht. Ende. Aus. Ja. Du, Markus, aber Fakten zählen doch heutzutage nicht mehr. Das ist ja alles eine Gefühlslage. Weil, guck mal, ich hatte zum Beispiel Bio-LK. Und ich habe damals im Leistungskurs beim Abitur gelernt, und es waren wohl Fake News, dass es zwei Geschlechter gibt.
Anscheinend gibt es jetzt 47 und ich warte immer noch auf Bilder. Also liebe Zuschauer, wenn ihr Bilder habt, schickt sie mir zu, ich schaue sie mir auch wirklich an. Aber ich bin damals tatsächlich, du, da wird nichts kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber Fakt ist, ich bin Fake News anscheinend aufgesessen, weil heutzutage, wenn du sagst, es gibt nur zwei Geschlechter, dann wirst du diskriminiert, diskreditiert und stigmatisiert und bist dann irgendwie, keine Ahnung, Nazi oder Vollidiot oder Wissenschaftsleugner. Und das Gleiche sehen wir ja bei vielen anderen Themen, egal ob es jetzt bei Corona war oder Klima oder was auch immer. Es gibt keinen Diskurs mehr. Es kommt gleich das Totschlagargument. Nee, das ist nicht wahr. Das ist ein Nazi oder das sind Fake News. Und so sehen wir es ja bei, wie gesagt, unendlich vielen Thematiken, Leiter. Und deswegen wird man halt auch angegriffen diesbezüglich. Und das ganze Woke, da können wir auch gleich gerne drüber reden, egal ob Gendern, Pronomen, hat nichts mit der Realität zu tun. Und für mich war der Höhepunkt, also mein Orgasmus sozusagen, war eigentlich der Volksentscheid in Berlin, wo es in der woken Hauptstadt Deutschlands mit unglaublich viel Geld die Spinner es nicht geschafft haben, eine Mehrheit zustande zu bekommen. Und es sollte zeigen, dass wir eigentlich in der Geiselhaft sind von einer Minderheit, die aber die Deutungshoheit und die Meinungshoheit haben, weil sie halt ihre Kollaborateure in Redaktionen sitzen haben, in Medien sitzen haben und uns aufdröseln oder sagen, aufdiktieren, was hier das Narrativ sein soll. Aber es hat nichts mit der Realität zu tun, weil wenn ich mit Menschen spreche, keiner gendert. Es gibt keine Samenspenderinnen. Ja, das gibt's nicht. Punkt aus. Das ist eine Beleidigung an unseren Intellekt. Und dass wir diesen Gehirnfurz mitmachen, ist für mich ein Unding. Und jetzt bin ich natürlich auf deine Meinung gespannt, als auch auf deine, lieber Zuschauer. Ja, meine Meinung dazu habe ich ja neulich schon mal in aller Deutlichkeit geäußert, dass das ein Schwachsinn ist und dass es eine Vergewaltigung des freien Willens darstellt, die Leute zwingen zu wollen, diesen Schwachsinn nachzubeten. Das ist das, was man tut, wenn man Leute zu Untertanen machen möchte. Man zwingt sie, das offensichtlich Schwachsinnige nachzubeten. 2 + 2 + 5 muss 5 sein. Ja, wenn man die Leute dazu bringt, das zu akzeptieren, dann hat man sie zu Untertanen gemacht. Deswegen steht bei Orwell in 1984, wenn akzeptiert ist, dass 2 + 2 = 4 ist, dann folgt alles andere logisch daraus. Und dann ist die Freiheit gewährleistet. Diese Leute möchten gern die Logik so weit vergewaltigen, dass 2 + 2 eben nicht mehr 4 ist. Und deswegen sage ich, das ist auch der Punkt, wo man entweder, die Untertanenrolle einnimmt oder eben nicht. Und ich eigne mich leider nicht für die Untertanenrolle, sondern ich eigne mich für die Rolle des Widerstands gegen solchen Unsinn, gegen solchen Schwachsinn und gegen solche Geisteskrankheit. Hm. Ja, anders kann man es nicht mehr sagen. Aber du weißt natürlich, das ist der härtere Weg. Ne? Du kriegst natürlich auch viel Gegenwind, viel Hate, viel Framing natürlich auch. Man hat viel negative Kommentare teilweise, aber leider meistens wenig Substanz, also eigentlich substanzlos, wenig Substanz hinter den Gegenargumenten. Da bin ich natürlich auch gespannt, wie das in Zukunft dann weitergeht in unserer pluralistischen eigentlich Gesellschaft, weil für mich gehört in der Demokratie der Diskurs, die Argumentation, der Austausch von Meinungen immer dazu. Und der ging ja in den letzten Jahren wirklich bergab, weil es wurde keine andere Meinung mehr wie das Narrativ zugelassen. Aber jetzt sehen wir ja, dass peu à peu die Wahrheit herausbricht. Egal ob jetzt bei Corona oder auch Krieg oder Energiewende und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es ja noch relativ ruhig. Wenn ich über die Grenze nach Frankreich schaue, ist der ja schon Rambazamba. Also was ist deine Erwartung? Reinhold Messen hat gestern bei Maischberger gesagt, er erwartet Bürgerkrieg, wenn wir uns von dieser Minderheit der Klimakleber irgendwie unterdrücken lassen. Was denkst du, was da auf uns zukommt? Also ich bin ja der Gewalt komplett abhold, das kann ich glaube ich so sagen. Ich auch, ja. Pazifist. Aber dass es bei der Zerstörung unseres Wohlstands und unserer industriellen Basis und der damit zwingend verbundenen Armut, die auch Hunger bedeuten kann, und zwar im buchstäblichen Wortsinn, dass das abgeht ohne soziale Verwerfungen, halte ich für unwahrscheinlich. Und insofern fürchte ich, dass die Prognose von Reinhold Messner möglicherweise einen Kern Wahrheit enthält. Und es ist auch mit ein Grund, warum ich dem so viel Widerstand entgegensetze. Ich möchte nicht, dass mein Land in sozialen Unruhen versinkt. Was die Franzosen angeht, muss ich sagen, ja, ich bewundere die Franzosen dafür, dass sie diese Fähigkeit haben, auf der Straße Rapporti zu machen, wenn es um ihre Interessen geht. Leider gehen sie nur meistens für die falschen Dinge auf die Straße.
Ja, mehr Sozialismus nämlich. Ja, man darf nicht vergessen, genau. Es geht um 2 Jahre Rentenzeiterhöhung von 62 auf 64. Davon kann der Deutsche ja nur träumen. Und die Franzosen vergessen auch, sie haben eine schlechte Demografie, sie haben eine hohe Staatsquote. Ja, die sind schon im Sozialismus angekommen, weil die sind schon fast bei 60%. Und Macron ist jetzt halt auch nicht gerade der Präsident, der dem Bürger dient, sondern halt irgendwelchen anderen Lobbyinteressen tatsächlich. Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Und wenn wir die Staatsquoten weiterhin erhöhen, haben wir immer mehr Sozialismus und der Trend des Sozialismus, des übergreifenden Staates, des Staates, der denkt, er ist der bessere Unternehmer, sehen wir ja überall und wir wissen alle, das ist das Ende de facto. Und wenn wir zum Ende kommen, dann kann ich dich auch mal fragen, was glaubst du denn der Euro? Ne, du hast ja schon vor einigen Jahren gesagt, dass der Euro auch eine Währung auf Zeit ist, genauso wie ich, und die wird dann auch oft, genauso wie mir natürlich, angemerkt, ja, wann kommt denn der Euro-Crash, wann kommt der Crash generell? Die Sache ist ja immer, ich glaube, viele renommierte andere Kollegen haben sich natürlich auch damals in die Nesseln gesetzt, nach 2008, aber auch nach 2011 und 12 Griechenland-Krise, weil wir hätten alle nicht gedacht, dass die Notenbanken dermaßen aktiv werden und Gesetze brechen am laufenden Band, um den Euro zu retten. Da waren viele überrascht. Ein Hans-Werner Sinn, aber auch ein Markus Krall und ein Marc Friedrich. Wie sieht deine Prognose momentan aus? Meinst du, sie werden es noch mal schaukeln, noch mal ein paar Jahre rauskitzeln? Ist die Lösung, die Zwischenlösung, die digitale Währung, der digitale Euro, um noch mehr Zeit zu gewinnen, weil dann können sie natürlich alles machen. Also ich glaube nicht, dass der digitale Euro oder auch weder als Euro noch als Weltwährung da was kommt. Das wird nicht umsetzbar sein. Ich glaube, aber nochmal die Frage zurückzustellen, liegen wir denn so schief mit unseren Prognosen? Da sage ich überhaupt nicht. Es wird mir zwar oft vorgeworfen, dass mein großer Bankencrash noch nicht eingetreten ist, aber wer meine Interviews und meine Publikationen liest, der weiß, ich habe sie für Anfang der 20er Jahre vorausgesagt. Manche haben dann draus gemacht, den 1. Januar 2020, und ich weiß nicht, es zirkulieren da draußen Zehntausende von Videos, wo Ausschnitte von mir drin sind, wo dann irgendwelche Überschriften drüber geklebt werden, die nicht von mir sind, aber das ist mir egal. Und wir haben immer noch Anfang der 20er Jahre. Und wenn wir uns mal anschauen, wo wir stehen, wir sind doch mittendrin in der Krise. Wir sind mittendrin in einem Crash, der schon angefangen hat. Ja, es ist ja nicht so, dass das nicht passiert wäre. Der inflationäre Druck hat sich aufgebaut, so wie ich es prognostiziert habe. Der stagflatorische Druck, also die Kombination von Inflation und Depression, hat sich aufgebaut, so wie ich es vorausgesagt habe. Und die Frage ist nur, wann erreicht diese Entwicklung den Kniepunkt des exponentiellen Verlaufs und geht dann extrem schnell nach oben? Wann passiert das? Und das erleben wir gerade. Und da kommt es auf ein paar Quartale rauf oder runter überhaupt nicht an. Da bin ich völlig entspannt. Und da werden wir in den nächsten Quartalen auch eine Menge dazulernen, auch über die Mechanismen, die dann nicht mehr funktionieren bei der großen Bazooka. Und das ist entsprechend so, dass wir dann wahrscheinlich die Information bekommen, wie so eine Krise, die man so lange aufgespart hat wie diese, sich dann entfaltet. Im Übrigen ist es nicht überraschend per se, es gibt ein historisches Beispiel, wo man schon mal extrem lange durchgehalten hat. Vom Kriegsbeginn 1914 bis zur Hyperinflation von 1923 war auch fast ein Jahrzehnt. Und man hat in der Zeit immer wieder gesagt, seht ihr, es funktioniert, allen Unkenrufen zum Trotz. Am Ende hat es nicht mehr funktioniert. Mhm. Erwartest du dann auch weitere Repressalien gegenüber dem Bürger, also Lastenausgleich, Vermögensabgabe? Wir haben jetzt gesehen, die EU hat das Vermögensregister verabschiedet und so weiter. Was muss der Zuschauer da erwarten oder befürchten? Der Versuch, den Bürger zu enteignen, der erfordert immer repressivere Maßnahmen. Das geht nicht anders. Ja? Und repressiver heißt auch immer weiter in seine Privatsphäre, in seine Vermögensverhältnisse, in seine Hobbys, in seine Sammelleidenschaften, ob es Gemälde oder Münzen sind oder was auch immer, oder Briefmarken, egal, einzudringen und auch das irgendwie noch für den politischen Raubzug verwertbar zu machen. Ja, man darf sich niemals der Illusion hingeben, dass der Staat, egal wie viele einem weggenommen hat, damit gesättigt sei. Das ist übrigens der Unterschied zwischen der Steuer und dem Schutzgeld. Ja, der Unterschied zwischen Steuer und Schutzgeld ist, wenn sie der Mafia das Schutzgeld bezahlt haben, lässt die sie anschließend in Ruhe. Ja, das ist bei der Steuer nicht der Fall. Die Steuerschraube wird so lange gedreht, bis der Bürger Widerstand leistet. Und wenn wir uns mal umorientieren würden als Bürger und die Energie, die wir ins
Steuersparen stecken und in Steuersparmodelle und irgendwelche Steuervermeidungsstrategien, ja, wenn wir diese Energie mal da rein investieren würden in den politischen Kampf gegen Steuern und für die Abschaffung derselben, und ich bin mittlerweile auch nicht mehr für Steuersenkung, ich bin weitgehend für Steuerabschaffung. Und zwar deswegen, weil der Staat nur dann funktionieren kann, wenn er auf 10% des Bruttosozialprodukts eingedampft wird. Sonst kann der gar nicht funktionieren, weil sonst nähert er sich immer eine korrupte parasitäre Klasse, zieht er sich immer heran. Ja, also wenn wir das nicht abschaffen, dann werden wir des Problems nicht mehr Herr. Und wir haben jetzt, wie soll ich sagen, das Blutsaugersystem der direkten Steuern am Hals. Und wir werden als Land und als Kontinent ökonomisch dem erliegen und in das Siechtum übergehen, wenn wir uns davon nicht befreien. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass wir uns davon befreien werden. Und zwar deswegen, weil die Katastrophe, die diese Herrschaften produzieren, gigantisch sein wird. Die wird noch größer als die, die ich mir ausgemalt habe. Das stellen Leute wie Herr Habeck und andere sicher. Allein was dieses Energiegesetz, was da jetzt auf den Weg gebracht wird, an Schaden schon angerichtet hat, bevor es überhaupt Gesetz geworden ist. Wir haben ja die Situation, sowieso einen schwierigen Immobilienmarkt zu haben. Aber dass der Immobilienmarkt in großen Städten jetzt schon 30-40% eingebrochen ist bei den Preisen. Also es gibt kaum noch Transaktionen, aber die Transaktionen, die stattfinden, finden 30-40% unter dem Preisniveau von vor einem Jahr statt. Ja? Und dass die Volumina um 90% kollabiert sind, weil in so einem Markt, der so einbricht, die Verkäufer nicht mehr verkaufen wollen und die Käufer abwarten. Das hat Herr Habeck mit zu verantworten mit seinem Gesetz. Und zwar deswegen, weil jeder damit rechnen muss, dass eine Immobilie, die er kauft, erstmal 10-20% weniger wert ist, durch die Kosten, die er hat, nur um diesen Schwachsinn umsetzen zu müssen. Bei riesigen Strafandrohungen, die im Prinzip die komplette Verzweiflung der Täter, der politischen Täter dieser Sache widerspiegeln. Wenn also Leute 50.000 Euro dafür zahlen sollen, dass sie das nicht umsetzen. Jetzt stellen wir sich mal vor, jemand geht frisch in Rente, er ist jetzt 67. Sein Haus ist abbezahlt und er hat jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine Rente von 2.000 Euro. Das reicht zum Leben. Das reicht aber nicht, um nochmal einen Kredit abzuzahlen. Der wird jetzt gezwungen, vielleicht einen 150.000 Euro Kredit aufzunehmen. Mit 67 kriegt er den gar nicht mehr. Den bekommt er von der Bank gar nicht mehr, weil er gar kein Einkommen hat, um es abzudecken. Ja, der wird also gezwungen, sein Haus zu beleihen, wenn er es überhaupt kann, oder zu verkaufen, zwangsweise, wenn er es nicht kann. Ja, weil Herr Habeck der Meinung ist, dass die eigentlich in Wahrheit, wenn man es mal in Gesamtrechnung betrachtet, auch CO2-ineffiziente Technik der Wärmepumpe, ja, weil die wahrscheinlich in Brüssel die dickste Lobby hatten oder in Berlin, ja, dass das dem aufgezwungen werden muss. Es reicht ja nicht aus, die Heizung rauszureißen, eine Wärmepumpe reinzusetzen. Das ist ein Niedrigenergiesystem. Wenn unser 67-jähriger Rentner einen Altbau hat, dann muss er sämtliche Böden rausreißen, um Fußbodenheizungen zu verlegen. Wir haben 42 Quadratmeter Wohnraum pro Kopf in Deutschland. Ja? Davon dürften 90% wahrscheinlich nicht geeignet sein für Wärmepumpen. Das heißt, da muss der Boden aufgerissen werden. Das heißt also, bei 42 Quadratmeter, da dürften das also, sagen wir mal, 35 Quadratmeter sein. Wir haben 84 Millionen Menschen im Land mal 35 Quadratmeter. Das sind ein paar Milliarden Quadratmeter. Ja, das sind irgendwie, würde man schätzen, so Richtung 3 Milliarden Quadratmeter. Wenn wir diese 3 Milliarden Quadratmeter alle aufreißen müssen, um sie dann mit Fußbodenheizungen zu versehen, dann wieder frischen Estrich drüber zu gießen, dann brauchen wir alleine eine Menge an Estrich, und das ist ja aus Beton gemacht, wo wahrscheinlich die Menge an CO2, die verbraten wird, denn Beton ist sehr CO2-intensiv bei der Produktion, Jahrzehnte braucht, um wieder eingespart zu werden. Das ganze Konzept ist ein Schwachsinn und es ruiniert die Rentner. Es programmiert die Altersarmut von Millionen Menschen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Millionen Menschen, die hier beraubt und um ihre Alterssicherheit betrogen werden von dieser Politik, nicht auf die Straße gehen werden, falls dieses Gesetz gesetzt wird. Und dazu rufe ich auch alle auf. Gehen Sie auf die Straße. Wehren Sie sich mit allem, was Sie haben. Klagen Sie dagegen. Ja, wir werden als Atlas-Initiative sowieso gegen dieses Gesetz klagen vom Bundesverfassungsgericht. Und da werden wir nicht die Einzigen sein. Ja. Ja, klagen Sie dagegen. Gehen Sie auf die Straße. Schreiben Sie Ihre Abgeordneten an. Machen Sie denen die Hölle heiß und wählen Sie nie wieder FDP, wenn die das mitträgt.
Ja, allerdings, ja, die KfW geht davon aus, 234 Milliarden wird diese Wärmepumpengeschichte kosten. Ja, also wir haben das wird nicht ausreichen. Ja, das wird nicht ausreichen. Ich habe es mal überschlägig geschätzt, ich komme auf 700 Milliarden. Ja, ist eine Schätzung, wahrscheinlich noch eine konservative, weil die KfW ist ja auch staatlich organisiert. Und zusätzlich kommt ja auch noch das Fit for 55-Programm dazu, also Haussanierungsgesetz der EU, dass ja alle Immobilien klimaneutral werden mit einem Energiepass. Dann muss man nur noch zwischen A und D sein. Ansonsten muss man dann die Hütte entweder abreißen oder zwangssanieren etc. Also da kommt ein ganzer Kladderadatsch auf uns de facto zu mit Mehrkosten für den Bürger ohne irgendeinen Mehrwert. Weil wenn ich jetzt sehe, dass in China momentan im Schnitt wöchentlich 2 neue Kohlekraftwerke online gehen, da können wir hier machen, was wir wollen. Wir können uns auch ins Mittelalter zurückschießen und in der Höhle leben oder auf Baumhaus leben und nur noch uns sozusagen mit Fahrrad bewegen, wird rein gar nichts bringen in dieser Schwachsinn wird weniger CO2 einsparen, als die Schließung eines einzigen Atomkraftwerks an Mehrverbrauch verursacht. Genau, genau. Das ist es. Aber die Frage ist natürlich, Markus, wie können wir den Menschen diese Idiotie vor Augen führen? Weil anscheinend habe ich so das Gefühl, sie sehen es nicht. Ne? Also ich habe ja auch immer wieder mal Leonardo da Vinci zitiert, der gesagt hat, es gibt 3 verschiedene Arten von Menschen. Diejenigen, die sehen, was ihnen gezeigt wird und diejenigen, die nicht sehen. Und ich habe so das Gefühl, diejenigen, die nicht sehen, ist gerade die krasse Mehrheit immer noch leider. Wie können wir die sehend machen? Ich glaube, dass wir nicht die Mehrheit brauchen, um dieses Land zu verändern. Etwa ein Drittel der Menschen sind aufgewacht. Vor der Covid-Krise waren es, oder vor der politikgemachten Covid-Krise waren es nur 10%, jetzt ist es etwa ein Drittel. Die reichen aus, um dieses Land zu verändern. Und mit denen werden wir auch es schaffen, dieses Land zu verändern, weil dieses eine Drittel ausreichen wird, um Mehrheiten zu gewinnen. Und ich gehe davon aus, dass der Rest auch abgeholt werden wird von der Realität. Und zwar dann, wenn die Realität beißt und wehtut. Und das wird sie. Und einigen Leuten dämmert es jetzt schon. Ich möchte nicht wissen, wie viele Rentner zu Hause sitzen und sich fragen, wie das gut gehen soll und wie ihre Lebensplanung, die sie jetzt nicht mehr rückwirkend anpassen können, aufgehen soll, wenn diese Sachen tatsächlich kommen. Wobei, da sind wir ja noch nicht am Ende der Geschichte. Wir haben also jetzt im Grunde genommen eine Zerstörung der Mietimmobilienwerte von 20% durch dieses Gesetz. Dazu kommt Fit for 55, das macht wahrscheinlich nochmal 10%. Und wenn dann auch noch ein Lastenausgleich kommt, um möglicherweise Impfschäden oder sonst was damit zu bezahlen oder ein anderes Hobbyprojekt, was irgendein Politiker neu entdeckt, dann wird es so sein, dass nochmal 10 oder 20% über Zwangsbeleihung auf die Häuser draufkommen. Und dann ist der deutsche Mittelstand und der deutsche Häuslerbesitzer ruiniert. Und zwar end-to-end, ja, von Baden-Württemberg bis Meckpomm und von Schleswig-Holstein bis Garmisch-Partenkirchen. Ja? Und wenn die Leute es eben nur so über den Schmerz lernen, dann lernen sie es halt nur so über den Schmerz. Aber ich kann jedem Politiker, der bei Verstand ist, nur raten, das nicht auf die Spitze zu treiben, denn wie hat Maggie Thatcher, glaube ich, hat das mal so schön gesagt, die Deutschen, die hat man entweder an den Füßen oder an der Kehle. Das ist eine historische Beobachtung, die Maggie Thatcher mal gemacht hat. Ich glaube, wenn es die Politik übertreibt an dem Ende, dann sind die Deutschen, die mutieren dann irgendwann mal zu Franzosen. Ja, und dann weiß man nicht, was sie für einen Unsinn anstellen. Ich würde das lieber vermeiden wollen. Absolut, also das gilt es absolut zu vermeiden. Ich kann auch nur mal appellieren, auch an alle Zuschauer. Also alles Gewalttätige bzw. Extreme ist nie die Lösung. Es muss wirklich demokratisch von unten, von den Menschen, von der Bevölkerung kommen. Es gibt auch die 3%-Regel, die besagt, wenn 3% der Menschen auf die Straße gehen einer Bevölkerung, dann ist immer das Ende einer Regierung, eines Staates eigentlich vorprogrammiert. In unserem Fall wären es knapp 2,5 Millionen, die praktisch dann entweder vom Bundestag stehen müssten oder halt auf den Straßen sein müssten. Und dann ist es einfach eine Lawine, die nicht mehr zu stoppen ist. Ja, also dahingehend ist Gewalt und sowas Bürgerkrieg natürlich, was auch Reinhold Messner jetzt gesagt hat, natürlich nicht die optimale Lösung, gilt es zu vermeiden. Ich habe das in Argentinien ja miterlebt. Das ist gar keine Lösung. Nein, also nicht schrecklich. Falsch formuliert. Es ist gar keine Lösung. Und ich glaube, dafür haben wir demokratische Institutionen. Exakt. Die Menschen bekommen das geliefert, was sie gewählt haben, und sie bekommen auch in Zukunft geliefert, was sie wählen werden. Demokratische Institutionen, Demonstrationsrecht, Meinungsfreiheit, das sind alles Ventile, die dafür da sind, damit die Ungleichgewichte einer Gesellschaft sich nicht so
turmhoch auftürmen können, damit es zu solchen Katastrophen kommt. Deswegen sollte man mit denen auch nicht rumspielen. Deswegen sind die Leute, die glauben, sie müssten die Meinungsfreiheit einschränken oder die Demonstrationsfreiheit einschränken oder Parteien verbieten, um sich bei Wahlen unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen oder dergleichen Dinge mehr, die verkennen, wofür das eigentlich alles gedacht ist. Das sind Ventile, die über kleine Korrekturen es ermöglichen, dass Gesellschaften nicht so ins Ungleichgewicht geraten. Und wenn man diese kleinen Ventile zuschließt, dann erst baut sich der Druck auf, der dann dazu führt, dass andere Mechanismen greifen, wie Gewalt, wie Bürgerkriege, wie Revolutionen und dergleichen Dinge mehr. Das kann es ja nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Deswegen kann man auch nur, man kann im Prinzip nur darauf hinweisen, dass die Institutionen, die die Väter unseres Grundgesetzes und die Staatstheoretiker des 18. Jahrhunderts und damit die Väter der amerikanischen Verfassung, dass diese Mechanismen, die die damals entwickelt haben, dass die weise waren und dass man sie deswegen nicht eingrenzen und begrenzen sollte, weil sie mal unbequem sind, sondern dass sie der Mechanismus sind, um Ungleichgewichte zu entschärfen. Und auch der öffentliche Diskurs, der ist notwendig. Und wir sind in einem Zustand angelangt, wo der öffentliche Diskurs versucht wird, massiv zu unterdrücken. Durch die Politik, durch die Medien, die gleichgeschaltet sind. Ja. Und wenn wir da nicht rausfinden, dann brechen sich andere Mechanismen Bahn. Wer das möchte, wer das will, der soll so weitermachen. Das kann keiner wollen, natürlich. Jetzt sehen wir ja, es gibt anscheinend Bestrebungen von Sarah Wagenknecht, eventuell eine neue Partei zu gründen. Auch mit Sarah hatte ich ein sehr gutes Interview, auch zu diesem Thema übrigens. Das findet ihr, glaube ich, hier oben. Gerne mal anschauen. Und ihr habt ja auch eine sehr starke Meinung, genauso wie du, lieber Markus. Glaubst du, dass sowas eine Lösung wäre, dass dann eine neue Partei entsteht? Ist das zielführend? Also zunächst mal ist es so, dass leider die Rolle der Parteien in unserer Demokratie viel zu mächtig ist. Wir haben ein Grundgesetz, in dem steht, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Es wird ihnen also eine Assistenz oder dienende Haltung zugebilligt. Ja. Ja? Eine dienende Haltung bei der politischen Meinungsbildung des Volkes. Allerdings auch nicht eine Monopolsituation, also kein Monopol darauf. Also da steht nichts davon im Grundgesetz. Ja? Was wir aber haben, ist, dass die politischen Parteien den politischen Willensbildungsprozess monopolisiert haben, dass sie dem Volk das Recht absprechen und auch einzelnen Menschen im Volk das Recht absprechen, am politischen Willensbildungsprozess auch außerhalb der Parteien teilzunehmen und den stark zu beeinflussen und beeinflussen zu wollen. Ja, dass man dann als Demokratiefeind, als Schwurbler, als Aluhut, als Nazi, als ich weiß nicht was alles hier verleumdet wird von offiziellen Stellen, ja. Und die Rolle der Parteien gehört nach meiner Meinung grundsätzlich zurückgedrängt und auf das Maß zurückgestutzt, was das Grundgesetz ihnen auch zubilligt, maximal. Ja? Nämlich Mithilfe bei der politischen Willensbildung. Sie sind ein Element von vielen, die das Volk zur Verfügung hat, um seinen politischen Willen zu bilden und ihm dann Ausdruck zu verleihen. Mehr nicht. Es gehört allerdings auch zu dieser Demokratie, dass neue Parteien gebildet werden können, und dass diese neuen Parteien das Recht haben, eine Rolle anzustreben, insbesondere dann, wenn sie Probleme ansprechen, die von dem bisherigen Geflecht der Parteien, die sozusagen in Amt und Würden sind, ja, nicht adressiert wird. Als in den 80er Jahren, späten 70er Jahren und frühen 80er Jahren, der Umweltschutz vernachlässigt wurde, systematisch von den Parteien, da war es so, dass die Grünen in die Welt gekommen sind als Umweltschutzpartei, was sie ja heute nicht mehr sind, sie sind heute eine Umweltzerstörungspartei geworden, eine bellizistische, kriegstreiberische Umweltzerstörungspartei, sonst nichts. Aber damals sind sie in die Welt gekommen, weil der Umweltschutz brach lag als Feld und nach Meinung der meisten Menschen, der vieler Menschen, dem nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet worden ist in dem alten Parteiensystem. Ja. Rückblickend kann man auch sagen, durchaus zu Recht. Ja. Also der Umweltschutz war ein Anliegen, das wichtig war. Und seitdem
sind aber meistens ohne Zutun der Grünen interessanterweise viele Dinge beim Umweltschutz besser geworden und viele Missstände abgestellt worden. Und ich sag mal, das, was sozusagen notorische Umweltzerstörer als ihr Recht betrachtet haben, das wurde abgestellt. Da hat auch nie jemand was dagegen eingewendet, der bei Vernunft ist. Dass externe Effekte etwas sind, was man idealerweise durch Marktmechanismen und wenn es nicht anders geht, aber auch durchaus auch mal durch vernünftige Regulierung in den Griff bekommt, da hat niemand jemals was dagegen gesagt. Aber mittlerweile haben wir andere Probleme, die nicht mehr von der Politik abgedeckt werden. Das Thema Umwelt ist längst, da ist längst ein Haken dran. Wenn wir die Grünen nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich 10-mal besseren Umweltschutz. Da würde nicht der Reinhardswald abgeholzt für diese schwachsinnigen Windräder, die man dann da hinstellt und dafür 800 Jahre alte Bäume abholzt. Ein Verbrechen an der Natur erster Klasse, dafür, dass man da was hinstellt, was die Landschaft verschandelt, was die Umwelt zerstört, was die Vögel und die Fledermäuse umbringt, ja, und was Infraschall erzeugt, der schädlich ist und das Mikroklima auch noch nachteilig ändert für die gesamte Umgebung. Und Sondermüll. Ja. Nach 20 Jahren und haben wir Sondermüll produziert, der nicht mehr recycelt werden kann, aber gleichzeitig riesige Mengen Balsaholz verbraucht, wofür im Amazonas ganze Wälder abgeholzt werden für diesen Unsinn. Also ohne die Grünen wird es dem Umweltschutz mit Sicherheit besser gehen in diesem Land, aber wir haben heute andere Probleme, die zu lösen sind. Wir haben heute ein Demokratiedefizit, wir haben ein Defizit an Meinungsfreiheit, wir haben ein Defizit an wirtschaftlicher Freiheit, wir haben ein Defizit an Marktwirtschaft, wir haben ein Defizit an Maß und Mitte beim Sozialstaat. Wir haben so viele Defizite, die nicht mehr adressiert werden, dass es allerhöchste Zeit wird, sie zu adressieren. Und wenn sich dafür neue Parteien bilden sollten, dann werden sich die Wähler, die Wahlmöglichkeit der Wähler erweitert und das kann so schlecht nicht sein. Und wenn es eine Partei gibt, die sich im Gegensatz zu den Parteien, die im Moment im Bundestag das Sagen haben, um das Thema Frieden bemüht, weil das Thema Frieden eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt hier existieren und wirtschaften können. Denn wenn der Krieg zu uns kommt, dann werden die Leute relativ schnell feststellen, dass das eine Binsenweisheit und eine Wahrheit ist, an der sie nicht vorbeikommen können. Ja? Und zum Frieden gehört nicht nur Wehrfähigkeit, die letzten 20 Jahre komplett untergraben worden ist, sondern dazu gehört auch Diplomatie. Aber um Diplomatie ausüben zu können, muss man zumindest mal der deutschen Sprache oder des Englischen oder beider Sprachen mächtig sein. Ja? Auch daran mangelt es ja. Ja, und wenn sich dann eine Partei bildet, die daran erinnert, dass der Weg zum Frieden nicht nur über Waffenlieferung, sondern auch über Diplomatie geht, dann hat auch die ihre Berechtigung. Also jetzt hast du es gerade so im Nebensatz erwähnt. Befürchtest du, siehst du die Chancen, dass der Krieg eskaliert und auch tatsächlich dann sich ausweiten sollte Richtung Westeuropa? Ich sehe das nicht als unmöglich an. Was haben wir denn da vor uns? Wir haben einen Krieg, der zwar von Russland formell begonnen worden ist, der aber auch eine Vorgeschichte hatte. Wo man 2014 eine gewählte Regierung gestürzt hat. Ja? Das ist nie problematisiert worden, dass man da eine gewählte Regierung gestürzt hat. Aus einem Anlass heraus, der im Grunde genommen nichtig war. Man kann jetzt seine Zweifel drüber haben, nachdem man ja auch Geld dafür aufgewendet hat, eine gewählte Regierung zu stürzen, ob es dann danach nochmal ordnungsgemäße Wahlen dort gegeben hat oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber jedenfalls hat man auf diese Weise erstmal ein Spannungsfeld geschaffen, das sich jetzt in diesem unseligen Krieg entlädt. Das ist keine Entschuldigung für Russland, das Völkerrecht zu missachten. Das ist es auf keinen Fall. Das ist ein Angriff auf ein anderes Land ist immer völkerrechtswidrig. Wenn er nicht durch die Vereinten Nationen abgesegnet ist, und das ist ja wohl nicht der Fall. Aber man hat diese Spannungen aufgebaut. Und jetzt hat man in dieser Situation die Wahl, unterschiedliche Wahl der Mittel sozusagen damit umzugehen. Eines davon ist, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen. Auch da kann man grundsätzlich sagen, ja, kann man so machen. Aber ein anderes ist, wenn so ein Konflikt da ist, dann ist dieser Konflikt noch nie dadurch gelöst worden, dass eine Seite einen Siegfrieden verkünden kann. Also es kommt eher selten vor in der Geschichte. Die meisten Kriege enden damit, dass es irgendwelche Kompromisse gibt und dass man sich an den Verhandlungstisch setzt. Und die meisten Kriege enden auch damit, dass es eine Verhandlungslösung leider erst dann gibt, wenn die Beteiligten ausgeblutet sind. Ja? Und diese Eskalation, die man da betreibt, die birgt auch Risiken, die birgt auch das Risiko,
dass Russland mit uns direkt in einen Konflikt eintritt. Und da würde ich keine große Wette drauf eingehen wollen, dass das eine bequeme Sache wird. Denn wir reden hier immerhin von der größten Atommacht der Welt. Ja, wir reden hier von der größten Atommacht der Welt, mit der ein Konflikt da gerade ausgetragen wird. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es nicht ausreicht, Recht zu haben. Man muss auch einen Weg aufzeigen, aus so einem Konflikt so rauszufinden, dass man ungeschoren halbwegs da rauskommt. Und wenn man diesen Konflikt immer weiter eskaliert, dann gibt es Risiken. Die hat man früher mal realpolitisch beleuchtet und hat gesagt, an diese Klippe gehen wir lieber nicht zu nahe hin. Ja, ich erinnere mich an eine Rede von Helmut Schmidt im Deutschen Bundestag, als mal einige Hitzköpfe, ich glaube, die waren damals von der Union, gefordert haben, wenn die DDR an der Grenze vom Schießbefehl Gebrauch macht, der natürlich auch ein Verbrechen war, dann doch mal zurückzuschießen. Und dann hat Helmut Schmidt damals im Bundestag gesagt, wir haben zwei Weltkriege erlebt. Und wer glaubt, er muss durch solche, also ich zitiere jetzt nur sinngemäß, er muss durch solche Dinge es provozieren, dass es einen Dritten gibt, der ist irgendwie, der sollte sich mal untersuchen lassen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, das ist sehr lange her. Ich erinnere mich aber noch daran, dass der den da richtig eingeschenkt hat, und zwar zu Recht. Und hier wird mit allem geschossen, hier wird nicht einfach ein bisschen zurückgeschossen, hier wird mit allem geschossen, was wir haben, mit Artillerie und mit Panzern und mit sonst was. Und es befinden sich jetzt auch Bodentruppen offensichtlich von NATO-Staaten auf dem Boden in der Ukraine und sind möglicherweise über kurz oder lang da in Kampfhandlungen verwickelt. Da kann ich nur sagen, hört euch bitte nochmal die alte Rede von Helmut Schmidt an, der als Offizier im Zweiten Weltkrieg kämpfen musste und der genau wusste, was es bedeutet hat, einen Krieg zu führen, und der deswegen verstanden hat, dass man mit solchen Dingen vorsichtig und weise umzugehen hat und nicht mit dem Bellizismus von Kriegstreibern, die alle den Wehrdienst verweigert haben und überhaupt nicht wissen, wovon sie reden. Ja, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus hieß es dann bis vor kurzem noch in solchen Parteien, aber hat man wohl alles leider vergessen und ad acta gelegt. Zum Abschluss, natürlich möchten wir dem Zuschauer auch ein bisschen was geben, wie er sich denn vor diesen volatilen, turbulenten Zeiten schützen kann, monetär zum Beispiel. Also was er politisch machen sollte, haben wir, glaube ich, klar aufgeklärt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich werde auch unten deine exzellenten Bücher nochmal verlinken. Du arbeitest auch, wie du mir vorhin erwähnt hast, an zwei neuen Büchern. Dazu reden wir dann natürlich dann, wenn die erscheinen, machen wir ein neues Interview natürlich. Die sind auch spannend. Also es gibt die Atlas-Initiative, wo man sich engagieren kann. Aber ansonsten, denke ich mal, ist es wirklich wichtig, auch unterschiedliche Meinungen einzufangen, sich selber Gedanken zu machen und wirklich zu überlegen, was ist logisch und was macht keinen Sinn mehr. Ne? Und wir erleben gerade, wie ich finde, halt viele unlogische Entscheidungen der Politik, die große Kollateralschäden auslösen, uns schädigen, den Wohlstand gefährden, den sozialen Frieden gefährden und eventuell sogar den Frieden generell gefährden. Und da sollte man doch als mündiger Bürger tatsächlich aktiv werden. Auch das ist unsere demokratische Pflicht, auch unseren Mitmenschen und Kindern gegenüber, um diesen großartigen Kontinent Europa zu bewahren und zu erhalten, und auch Deutschland natürlich. Und jetzt aber natürlich auch zum Mammon zurück. Was kann denn der Bürger machen, um sich vor Inflation, vor Crashs, Euro-Crash und so weiter zu schützen? Beziehungsweise die erste Frage natürlich nochmal, weil die Frage kam auch ganz oft, auch auf Twitter, als ich gesagt habe, dass ich mit dir spreche. Wann du denn erwartest, dass der Euro sozusagen über die Wupper geht? Also ich erwarte nach wie vor, dass der Euro die erste Hälfte der 20er Jahre, so wie ich es damals auch angekündigt habe, nicht überleben wird. Haben wir noch zwei Jahre, knapp anderthalb. Da haben wir noch knapp zwei Jahre. Ich wäre sehr überrascht, wenn er es länger aushält. Okay. Ja? Oder wenn wir ihn länger aushalten müssen, sagen wir es mal so. Wäre ich sehr überrascht. Und zwar einfach, weil die Ungleichgewichte ja nicht kleiner werden, sondern mit jeder Krisenlösung nach dem alten Muster werden sie nur größer. Und auch das Crash-Potenzial steigt dadurch ja nur. Also es ist ja zwar so, dass wir Zeit kaufen, aber der Crash, den wir dann bekommen, der wird halt jedes Mal größer, umso mehr Geld wir gedruckt haben. Und umso länger wir in die Zukunft schieben, aber irgendwann können wir ihn nicht mehr schieben, weil einfach dann die Ressource Geld drucken erschöpft ist, spätestens dann in einer galoppierenden Inflation, die zwei- oder dreistellig wird. Und insofern gebe ich dem Euro nicht mehr lange. Wir sind immer noch Anfang der 20er Jahre.
Das ist der Zeitraum, den ich vor, ich glaube, jetzt bald 10 Jahren mal avisiert habe. An dem halte ich nach wie vor fest, denn die Krisenzeichen sind eindeutig. Und ich denke, der Dollar wird ein bisschen länger halten. Klar. Ich habe den russischen Braunbärenvergleich da neulich bemüht, an dem halte ich immer noch fest. Ja, man muss nicht schneller laufen als der Braunbär, sondern nur schneller als der Kumpel, mit dem man im russischen Wald unterwegs ist. Ja, das genügt dann. Der Euro ist halt der Kumpel des Dollar. Der Dollar rennt ein bisschen schneller. Allerdings bin ich erstaunt und überrascht, mit welchem Tempo gerade der Dollar seine Rolle als Reservewährung der Welt einbüßt. Ja, also das wichtiges ist also, Thema, ja. Das geht mit einem Tempo, das meine Erwartungen deutlich überstiegen hat oder noch übersteigt. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann wird es bald keinen Dollarraum mehr geben, der dreimal so groß ist wie die USA vom Bruttosozialprodukt her, sondern dann wird tatsächlich nur noch anderthalb oder zweimal oder irgendwann mal auch nur noch so groß sein wie die USA. Also der letzte große Baustein des Dollarimperialismus sozusagen oder der Dollardominanz ist noch Südamerika. Mhm. Aber in Ostasien ist es praktisch erledigt. In Russland ist es erledigt. In Südasien erledigt es sich gerade. Im Nahen Osten und im Mittleren Osten erledigt sich es auch gerade. In Afrika ist sowieso nicht viel an Reserven. Südafrika entledigt sich der Sache über die BRICS-Bemühungen auch, Brasilien auch. Das ist eine Frage der Zeit, wann die internationalen Rohstoffströme mit anderen Währungen oder mit Gold bezahlt werden. Ich gehe davon aus, dass die BRICS-Staaten möglicherweise eine internationale goldgedeckte Zahlungseinheit planen könnten für den Rohstoffhandel. Ja. Und dann wird es hier interessant. Mhm. Ja, also die Geschwindigkeit und die Abschlüsse Saudi-Arabien und Öl- und Gaskäufe in anderen Währungen, nicht im Petrodollar, sind schon beeindruckend. Allerdings hat die USA immer noch die größte Streitmacht und weiß diese auch einzusetzen. Also natürlich sind die Fiat-Währungen nur mit Vertrauen gedeckt, aber halt im Falle der USA halt auch mit einer riesigen Militärmaschinerie, die sie halt gerne auch einsetzt. Siehst du nicht da die Gefahr, dass praktisch die USA sich mit Füßen, Händen und wahrscheinlich auch Waffen wehren wird, diese Hegemonialmacht zu verlieren oder diese Stellung? Also es gibt natürlich die Befürchtung, dass eine Hegemonialmacht, die unter Druck kommt, sie neigt zu kriegerischen Handlungen. Das Phänomen ist unter dem Namen Thukydides-Falle bekannt. Ich habe da schon vor längerer Zeit mal ein sehr gutes Buch, was bei Harvard University Press ist, glaube ich, erschienen. Das heißt Destined for War. Untertitel: Can America and China Avoid the Thukydides Trap? Also zum Krieg bestimmt, Untertitel: Können Amerika und China den Krieg noch vermeiden? Natürlich ist China der größte Herausforderer, aber im Grunde genommen ist die ganze Welt der Herausforderer. Die multipolare Weltordnung, die Russland, China, Indien, Brasilien und andere wollen, kollidiert natürlich mit dem Hegemonialanspruch der Vereinigten Staaten, völlig klar. Aber die Frage, ob wir noch ein weiteres amerikanisches Jahrhundert vor uns haben oder nicht, die wird nicht auf dem Schlachtfeld entschieden. Davon bin ich überzeugt. Denn ich bin der Meinung, dass Amerika einen Krieg kombiniert gegen Russland und China gar nicht gewinnen kann. Ein Krieg, den man anfängt, den muss man auch gewinnen können. Und wenn absehbar ist, dass man ihn verliert, dann wird es schwierig. Und das hat verschiedene Gründe, warum ich dieser Meinung bin. Die möchte ich jetzt hier nicht im Detail erläutern. Aber ich denke, dass es da eine Reihe von strategischen Disadvantages mittlerweile gibt, die sich die USA eingehandelt haben. Von der Zwangsimpfung ihrer Truppen über das Suchen simultaner Konflikte mit Russland und China gleichzeitig bis zu der sehr ungeschickten Diplomatie in Indien und Brasilien und auch in Mexiko. Also das Ganze ist nicht auf sehr besonders stabilen Füßen gebaut. Nein, die Frage, ob wir noch ein anderes amerikanisches Jahrhundert oder wieder ein amerikanisches Jahrhundert erleben oder nicht, was ich ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt fände, weil das abgelaufene amerikanische Jahrhundert war für den Westen gar nicht mal so übel, die hängt an was anderem. Die hängt am Willen Amerikas zu Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft. Wenn sich Amerika für den Weg von Joe Biden und den Demokraten entscheidet und für diesen sozialistischen Klimaunsinn und für alles andere, was die Sozialisten da sonst noch an wokem Schwachsinn in Amerika einführen wollen, so wie die Grünen bei uns, dann wird es kein neues amerikanisches Jahrhundert mehr geben. Egal, wie groß der Krieg ist, den man vom Zaun bricht. Go woke, go broke. Wenn sich in Amerika die republikanische Linie durchsetzt, die vertreten wird von Leuten wie Trump und noch mehr von DeSantis,
mit Marktwirtschaft, mit klaren Bekenntnis zu den Werten der Gründerväter, mit klaren Bekenntnis zu den Werten der amerikanischen Verfassung, mit klarem Bekenntnis zur Marktwirtschaft und zur Kraft der Mobilität, der Gedanken, der Ideen und der Menschen, dann werden wir ein neues amerikanisches Jahrhundert erleben und sonst nicht. Aber dann hat Amerika auch ein neues Jahrhundert verdient. Aber dafür braucht man keinen Krieg zu führen. Okay. Ja, turbulente Zeiten erfordern aber auch innovative Ideen. Wie kann denn der Zuschauer, wie kann der Bürger sein Kapital schützen vor Kriegsszenarien, Bürgerkrieg, Inflation, Rezession und Enteignung? Also mein altes Credo, Sachwerte vor Nominalwerten. Also nach wie vor 20% Edelmetalle, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Also bei mir sind es mittlerweile vom liquiden Vermögen doch deutlich mehr als 20%. Ja. Das ist aber eine Berufskrankheit. Ja. Was ist deine Lieblingsform? Also Münzen oder Barren? Und wenn ja, was dann speziell? Also ich habe es im Moment aufgeteilt auf Münzen. Okay. Welche Münze magst du am meisten? Ich mag alte Münzen wie Vrenelis und 20-Mark-Stücke, weil die haben keinen Sammlerwert. Und dadurch bekommt man das meiste Gold fürs Geld. Das heißt, die liegen vom Preis her am nächsten am Goldpreis. Mhm. Die Marge ist damit am geringsten, die da man bezahlen muss. Ja. Allerdings ist die Menge auch begrenzt, die auf dem Markt ist. Vrenelis sind auch super. Ja. Habe ich mittlerweile, noch ein paar numismatische, besondere Stücke mir angeschafft, die halt, so extrem selten sind, dass sie irgendwie auch in 100 Jahren noch die blaue Mauritius der Numismatik darstellen werden. Ja. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Silber als Zahlungsmittel. Also so 200, 300, 400, 500 Silberunzenmünzen sollte man haben, im Notfall, wenn das Geldsystem in Schwierigkeiten ist, ein Zahlungsmittel zur Verfügung zu haben, was kleinteiliger ist als Gold. Ja, weil eine Goldmünze, so eine Unze ist halt 2000 Euro. Ja? Damit kann ich schlecht im Supermarkt bezahlen und auch nicht an der Tanke. Aber mit Silberunzenmünzen kann ich das im Zweifel, wenn der Euro wirklich in die Knie gehen sollte, schon. Also zumindest für eine Übergangsphase hat man dann was man als Tauschmittel benutzen kann. Denn in solchen Krisen suchen sich die Leute immer neue Tauschmittel. 1948 waren es halt Zigaretten und Dollars. Und was es das nächste Mal ist, werden wir dann sehen. Und ich empfehle weiterhin die Aktienbranchen, die ich schon seit Jahren empfehle. Lebensmittel, Pharmazeutika, Klammer auf, ohne die Impfstoffhersteller, Klammer zu. Das Risiko wollen sie nicht im Portfolio haben. Verteidigungsindustrie, Entertainment nach der Devise Brot und Spiele. Also wenn es den Leuten schlecht geht, wollen sie abgelenkt und unterhalten werden. Das war schon in den 30ern so. Big Tech und dann dazu Goldminen als Option auf Gold und alles, was braun ist, nach grüner Lesart. Also alles, wo es Frau Baerbock oder Greta schlecht wird, nämlich Öl, Gas, Kohle, Kohle, Öl, Braunkohle, Uran, Atomkraftwerke. Investieren Sie in alles, was die Grünen für schlecht halten, da werden Sie gut mitfahren als Investor. Was ist mit Bitcoin? Die Frage musste kommen zum Schluss. Dafür habe ich den Marc Friedrich, der die empfiehlt. Bitcoin, ergänzend natürlich, weil wir haben es ja gesehen, seit Anfang des Jahres 80% nach oben geschnellt. Wer noch kein Bitcoin hat, sollte sich unbedingt informieren. Es gibt da auch ein kostenloses Handbuch bei mir auf der Webseite. Aber man muss definitiv investiert sein. Ich denke mal, es geht zwar noch mal runter, aber langfristig nach wie vor über 100.000 Euro, weil dann sehen wir einfach den Wertverlust gegenüber Gold, gegenüber Bitcoin, wenn die Preise steigen, weil eine Unze Gold ist immer eine Unze Gold, egal wo der Euro steht, und ein Bitcoin ist immer ein Bitcoin, und wir sehen lediglich in der Preisfindung bei Gold und Bitcoin, wie die Kaufkraft des Euros immer mehr schwindet und wie sie uns genommen wird. Also die Inflation, und die Inflation ist ja Diebstahl, ist ja Kaufkraftverlust. Und dahingehend braucht man eigentlich ja feste Werte, die halt mathematisch limitiert sind oder halt durch Natur limitiert sind, wie Bitcoin und Edelmetalle, Gold, Silber und so weiter. Und deswegen in Gold, in Bitcoin, I trust. Genau. Dito. Naja, und dann noch selbstgenutzte Immobilie, trotz Habeck, möglichst schuldenfrei.
ja, kommt auch noch dazu. Und dann sind wir schon fast am Ziel. Also dann den Rest der Liquidität in extrem kurz laufende Anleihen von Fremdwährungen stecken, also aus dem Euro raus und extrem kurz laufende Anleihen nehmen von den Währungen, die ich auch schon länger empfohlen habe, australische Dollar, Singapur-Dollar, neuseeländische Dollar, Zloty, Forint, norwegische Krone, ja, Schweizer Franken bin ich skeptisch wegen dieses riesigen Nest-Ex, was die Schweizer Notenbank da hat. Und jetzt haben sie sich mit der UBS, das ist der sogenannte UBS-Stick, haben sie sich jetzt auch noch was eingehandelt, was ein Klumpenrisiko ist, von dem ich nicht sicher bin, ob es die Schweizer Währung tragen kann, wenn es zum Schwur kommt. Ja, Markus, es war wieder, wie immer, ein absolutes Fest, ein fulminanter Rundumschlag. Ich könnte stundenlang mit dir reden und es ist wie immer sehr, sehr kurzweilig. Statt 45 Minuten sind wir jetzt schon bei über 80 Minuten. Und wer Markus live sehen möchte, ich möchte doch mal darauf hinweisen, hat die Möglichkeit am 6. Mai in Schwäbisch Gmünd, der Goldstadt, Gold- und Silberstadt sogar, im Remstal. Tickets gibt es noch. Es gibt noch Tickets, es war schon ausverkauft, aber wir haben noch mal neue Stühle reinbekommen. Dank Brandschutzordnung und so weiter. Deswegen letzten Tickets jetzt sichern unter mark-friedrich.de. Es wird ein Riesenfest. Es kommt noch Ulrike Gorot, es kommt Dr. Fritz Fahrenholt. Da geht es dann um die Energiewende und den Energiewahnsinn, den wir live erleben. Herbert Sauruck, Blackout-Experte. Am Abend zuvor Daniele Ganser, der ja auch umstritten ist. Und wenn jemand umstritten ist, dann lade ich ihn gerne ein, weil meistens muss man da hinhören, wo am meisten Krach ist oder der am meisten eigentlich diffamiert wird und als vogelfrei gilt. Und weitere spannende Vorträge werden stattfinden mit Kabarett, allem drum und dran und sogar Live-Musik. Also es wird ein Fest der Meinungsfreiheit. Und nie was wichtiger wie aktuell, wirklich sich auch mal andere Gedanken anzuhören. Dir, lieber Markus, wünsche ich extrem viel Spaß noch auf der Insel. Ich freue mich auf unser persönliches Treffen dann in Schwäbisch Gmünd. Und es wird, wie ich jetzt schon weiß, ein hervorragender Vortrag und wird viele zum Nachdenken anregen. Und dank Menschen wie dir ist die Welt da draußen auf jeden Fall immer besser, als man denkt. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch, auf unser nächstes Treffen. Ich danke dir. Wir sehen uns bald. Absolut.